Microsoft Studios. Und Signal Studios. The world's origins have been forgotten. The records have been burned. The traditions lost. All that exists now is war and violence. And the only things of value are size, strength, and brutality. For thousands of years, the Earth has suffered this way under the rule of its masters, the Titans. But what has been forgotten will be remembered. What has become old will be made new, as more powerful rulers stir from their slumber. But new gods have awoken, and with them rise their tools of death and domination. The Chaos. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Ascent Hand of Cool, einem MMORPG, was ich schon öfters mal, also welche Art von Spiel ich öfters schon mal Let's Playen wollte, und wir drücken jetzt einfach mal auf Start, und während das Spiel lädt, kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Also es ist ein MMORPG, und das ist im Moment kostenlos auf dem Xbox Live Marktplatz zu erhalten. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil von dem, wo ich es mal angespielt habe, war es schon relativ geil gewesen. Und ich musste das Spiel nochmal komplett deinstallieren und nochmal neu installieren, also neu erneut runterladen, weil man kann keine zweite Figur erstellen. Man kann bloß mit der einen Figur, mit der man anfängt, kann man dann auch nur weiterspielen. Und drum musste ich es für das Let's Play nochmal komplett löschen und neu installieren. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich mit euch die Charaktererstellung nochmal durchmachen kann. Und ich bin auch froh, dass ich wieder längere Videos hochladen kann. Danke YouTube, das freut mich wahnsinnig. Endlich wird das Aufnehmen erleichtert, für mich zumindest. Und ja, die Musik ist auf jeden Fall auch schon episch im Hintergrund. Und ich hoffe, ich schaffe es auch regelmäßig jetzt wieder Folgen hochzuladen. Ich weiß, es kam lange Zeit nichts. Das liegt daran, dass ich im Moment sehr viel Stress auf der Arbeit habe und auch wegen dem Oktoberfest. Okay, wir gehen auf Ascent spielen. Okay, es scheint doch nicht so zu funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist natürlich super. Bestenlisten. Kann ich mich irgendwie löschen? Spielerkarte. Profil. Nee, das ist es ja gar nicht. Nee. Kann ich das... Wieso kann ich das nicht löschen? Ja, ich möchte das gerne löschen. Filter wechseln? Nee. Spielerkarte, wenn ich hier auf... Ich muss mal kurz gucken. Profil bearbeiten. Okay. Das ist es nicht. Ja, blöd. Hilfe und Optionen. So wird gespielt, das brauchen wir nicht. Ja, dann müssen wir eben jetzt mit dem Charakter spielen, den ich schon angefangen habe. Vom Heiligtum aus fortfahren, da kommen wir wenigstens gleich zum Anfang. Das ist hier, das ist der Spieler, den ich schon erstellt habe. Der heißt Wallrider. So wie bei Outlast. Und jetzt muss ich mal gucken, kann ich jetzt hier... Ah, perfekt. Wir kommen hier also in die Charaktererstellung nochmal rein. Das ist super. Und hier sieht man, da kann man sich verschiedene Waffen und Schwerter kaufen, wo man allerdings Seelen für sammeln muss, die ich im Moment noch nicht so viel habe. Dann, was gibt's hier noch? Ist das jetzt hier bloß Waffen und Rüstung? Bla bla bla, pipapo. Inventar. Der Helm, den habe ich schon gekauft. Hier unten sind die Angebote. Das haben wir natürlich jetzt alles verpasst. Wir können natürlich auch später... Ich hoffe, man kann später auch noch seine Hautfarbe wieder ändern, weil das war ja auch ganz am Anfang gewesen bei der Charaktererstellung. Und da konnte man nämlich auch sein Aussehen komplett verändern, also mit roter Hautfarbe und sowas und so weiter und so fort. Aber das ist ja jetzt nicht schlimm, wenn das jetzt auch gar nicht mehr geht. Helm. Ach hier, Rüstung. Okay, so kann ich da rumgehen. Runen, wo war denn das? Stiefel, Armschutz, Rüstung. Okay, das geht anscheinend doch nicht mehr. Das ist ja jetzt blöd. Zauber, Karte, ich guck nochmal kurz bei Kampagne.
Herrschaftskarte, Kampagnenhelden. Nee, okay, also sein Aussehen kann man nicht mehr ändern, das ist jetzt natürlich blöd. Aber wir sind ja jetzt hier im Heiligtum, wo das Spiel sozusagen losgeht. Wir müssen jetzt halt mit dem Charakter spielen, ich kann es leider nicht ändern. Und dann gehen wir einfach mal hier hinten hin. Hier konnte man auswählen zwischen den drei Wegen, die man beschreiten möchte. Da gibt es einmal den Weg der Dunkelheit, für den ich mich entschieden habe. Weil ich so der Berserker bin und gerne Blut und im Nahkampf bin. Dann gibt es den Weg der, den Gott der Leere, so rum. Der ist eher so für Magie und Geschicklichkeit zuständig. Und dann gibt es natürlich auch noch den Weg des Lichtes. Der, keine Ahnung, wozu zuständig ist, das habe ich mir gar nicht durchgelesen. Weil ich ja auch nicht den Weg des Lichtes gehen wollte. Das wäre dann hier dieser Weg, der führt ins Licht, wo ich leider nicht mehr reingehen kann. So, das hier wäre dann Weg der Leere oder Gott der Leere, je nachdem, wie man halt dienen möchte. Und das ist jetzt blöd, dass wir so mitten ins Spiel geworfen werden. Ich hätte es von Anfang an gleich Let's Playen sollen und nicht einfach irgendwann anfangen. Naja, wir können hier natürlich auch auf die Bibliothek zugreifen, da kann man hier ein paar Bücher lesen. Zum Beispiel das hier, was die Chaos sind. Die Chaos, die mächtigen Chaos sind die Helden der neuen Götter. Sie kämpfen, sterben und leben wiederum, um ihren Gott in der ewigen Kampagne zu dienen. Da, das andere lese ich noch nicht vor, das habe ich nämlich auch schon freigeschaltet. Das ist jetzt natürlich, das ist jetzt blöd. Das ist jetzt echt blöd. Das Heiligtum. Die Väter des Ordens des Heiligtums bauten diesen Tempel tief unter der Erde, an den heiligen Seelenpfaden. Hier, fern vom Zorn des Titanen, bewahren wir die Götter der Dunkelheit, des Lichts und der Leere und die Rituale zur Beschwörung der Chaos. So, haben wir das immerhin schon mal durchgelesen. Und was das hier ist, das wüsste ich jetzt auch gerne. Was ist das denn? Ach so. The Crazy Bird. Sehr interessant. Und ich habe mal wieder keinen Ton, das ist jetzt aber nicht weiter schlimm. Dann gehen wir jetzt eben einfach nochmal so, jetzt so wie wir gerade sind, das Tutorial durch. Ich hoffe, das funktioniert. Und dazu müssten wir aber erstmal wieder an die Oberfläche reisen, wo ich noch nicht weiß, wie ich da wieder hinkomme. Reist zur Mission. Dann machen wir das. Ich sende euch nun zurück in die irdischen Gefilde. Wirklich zur aktuellen Mission teleportieren? Ja, macht das mal bitte. Und ja, ich hätte gerne wieder Ton, aber kann ich jetzt im Moment leider nicht ändern. Bei jedem Stufenaufstieg werden neue mächtige Gegenstände verfügbar. Sehr schön. Aufgestiegene Helden kämpfen mit der Ausrüstung gegen andere Spieler, die sie bei ihrem Aufstieg verwendeten. Na, sowas. Und ich hätte jetzt echt gerne wieder Ton. Weil ich möchte nämlich diese epische, coole Musik hören. Ah, okay. Jetzt sind wir hier genau da, direkt davor gelandet, wo wir eigentlich, wo es eigentlich weitergeht. Ich zeig euch erstmal kurz den Weg, den ich gelaufen bin. So viel Zeit muss sein, ihr habt das ja schließlich verpasst. Beziehungsweise weiß ich nicht, wie ich den Spielstand komplett löschen kann und einen neuen Charakter erstelle. Wahrscheinlich wird er auf ewig jetzt gespeichert sein. Immerhin können wir dann hier nochmal ein bisschen kämpfen. Und ein paar Seelen sammeln, die wir natürlich brauchen, um später neue Waffen, Rüstungen und Gegenstände zu kaufen. Und, na jetzt. So. Ja, die Musik ist wieder da. Sehr schön. Rüstungsrune der Auslöschung freigeschaltet. Chris ist verfügbar. Das ist natürlich schön, aber erstmal gehe ich zurück zum kompletten Anfang. Um das natürlich zu zeigen. Zum Laden will ich jetzt gerade gar nicht. Alter, was greift er mich an? Geht's dir noch ganz gut, oder was? So. Man kann natürlich auch über die Zäune drüber laufen. Leider kann man die Menschen nicht zermatschen, die da rumlaufen. Das ist natürlich sehr schade. Okay. Kann ich eigentlich auch sprinten? Nee, anscheinend nicht. Das ist blöd. Okay, hier war der Startpunkt. Also wenn man sich dann für einen Weg entscheidet, wird man, glaube ich, hierher teleportiert. Und dann geht's hier los. Okay.
Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Ascent, The Hand of Cool, hier an der Oberfläche. Und dann lernt man hier Nahkampfangriff kann man mit X machen, dann geht das hier kaputt. Dann kann man hier die Sachen natürlich auch kaputt machen. Man kann fast alles kaputt machen. Mit Y macht man einen schweren Angriff. Kann ich die Totenköpfe eigentlich auch zerstören? Anscheinend nicht, das ist natürlich schade. Und wir machen jetzt erstmal hier das Tutorial nochmal schnell. Kombinationsangriff ist X und Y, da macht man hier so eine Stoßattacke, das ist natürlich auch cool. Und dann muss man hier an den ganzen Statuen, die hier rumstehen, zweimal X und einmal Y macht man diesen Angriff. So. Und dann mache ich natürlich noch das letzte mit viermal X. Okay. 1, 2, 3, 4 und Y. Alter, jetzt mach doch mal dieses Ding kaputt. Nein. Alter, willst du mich jetzt... Alter, willst du mich jetzt gerade verarschen? 1, 2, 3, 4... Das gibt's doch nicht. Alter. Jetzt, na endlich. Okay. Und was man jetzt leider auch nicht mehr sieht, ist, dass hier, wenn man hier weiterläuft, kommt dann plötzlich ein riesengroßer Titan vorbei, der sozusagen der Endboss dann wahrscheinlich ist. Und den sieht man jetzt leider nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Die Menschheit. Diese Mauern sind alles, was von der einst großen Festung Krimhold noch bleibt. Titanenhorden haben die Festung zerstört. Ähnlich wie von ihren noblen Erbauern überdauerte kaum etwas von ihr. Okay, hier kam dann so ein riesengroßer Titan vorbei, der hier drüber gestiegen ist und gegen den müssen wir kämpfen. Aber das macht die ganze Sache ja nur spannender, wenn ihr noch nicht wisst, wie der aussieht. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ihr habt ja jetzt noch nicht so viel verpasst. Das waren vielleicht 10 Minuten, die ihr verpasst habt, seht ihr ja. 12 Minuten nehme ich gerade auf, also mehr habt ihr auch nicht verpasst. Hier kann man so ein paar kleine Gegner, gegen die man kämpfen musste. Und man kann natürlich auch hier dieses Tor zerstören. Hier, guck, kannst du kaputt machen. Leider stürzt da nicht sehr viel ein. Und hier haben wir ein Wildschwein, das man auch nicht töten kann. Okay, dann lesen wir mal hier, was hier steht. Chaosmagie. Chaosmagie. Die Chaos sind Riesen mit gewaltigen Kräften. Dank ihrer göttlichen Abstammung können sie die überwältigende Macht ihres Gottes in vernichtende Zauber umsetzen. Okay, aber irgendwie fehlt mir jetzt gerade noch ein Forschungspunkt. Ich weiß aber jetzt nicht, wo der ist. Ich weiß nur, da oben kommt gleich noch einer. Und dann... Da hinten ist noch einer. Aber dann habe ich irgendwie einen übersehen. Ich weiß bloß nicht, wo der dann sein soll. So, hier. Bibliothek, Trolle. Trolle, die Trollbestien sind verdorbene Kreaturen, die aus dem Blut und dem Leid der Gefallenen geboren werden. Sie suchen dieses Land heim wie eine Pest. Eine ständige Erinnerung an die Herrschaft des Titanen. Okay, aber wo ist jetzt das letzte... Ach, da hinten. Moment, das muss ich noch schnell holen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich find's blöd, dass ich nicht sprinten kann. Das ist echt doof. Aber naja. Ah ja, mit B kann man Feuerball machen. Ich glaube, das ist extra das für die Dunkelheit möglich. Ich bin mir da allerdings jetzt nicht so ganz sicher. Wo war denn das jetzt? Da oben war das. Einmal hier durchs Gemüse laufen und dann haben wir es schon. So, das mache ich mal weg. Und dann einmal lesen. Was haben wir denn da? Aufstieg. Im Laufe der Äonen haben die Chaos gelernt, bei den Aufstiegen ihr Wissen und sogar ihren Besitz von Leben zu bewahren. Der dunkle Engel ihrer Seele hat den Tod irgendwie überwunden und ist so zu einer der mächtigsten Kräfte der Erde geworden. Okay.
gut zu wissen. Und jetzt laufen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ich weiß, es ist gerade mega spannend. Ist ja auch noch nicht so viel passiert. Aha, Taka O'Clown ist dem Spiel beigetreten. Das ist natürlich super. Das ist halt immer so der Nachteil, wenn man jetzt ein MMORPG Let's Playt. Da wird halt immer alles angezeigt, auch andere Namen oder so. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie ausstellen kann. Auf jeden Fall, da laufen dann auch die ganze Zeit diese Silhouetten hin und her. So, hab ich jetzt eigentlich... Moment, ich muss mal kurz auf die Bibliothek zugreifen und mal kurz gucken, ob wir jetzt schon alles gelesen haben. Trolle, na, jetzt. Da hoch, Chaosmagie, Trolle. Aufstieg, Menschheit. Ja, ich glaube, wir haben alles. Dann können wir jetzt eigentlich hier hoch in die Arena gehen. Die Arena. Drückt links auf das Steuerkreuz, um Winzlinge zu verschlingen. Okay. Werd ich mal ausprobieren. Das sind wahrscheinlich die... Ja, Winzlinge, das ist die Menschheit. Mein Gott, ich will... Alter, Menschen essen, das ist ja... Als Riesenmenschen essen, das ist natürlich super. Und hier randalieren sie gerade die Nachbarn. Entdeckt die Arena. Okay, ab jetzt ist es komplett blind. Da bin ich ja mal gespannt, was uns erwartet. Und Moment, ich muss mal kurz den Ton wieder einstellen. Ich habe nämlich gerade gar keinen mehr. Bin gleich wieder da, in 10 Sekunden. So, da bin ich wieder und weiter geht's. So, wo gucken wir uns denn jetzt mal um? Laufen mal, ich muss immer dahin, wo dieses rote Dings ist. Aber natürlich erstmal sich ein bisschen umschauen. Wieso steht denn der da? Geisterhafte Chaos sind andere menschliche Spieler in ihren eigenen Welten. Ihre Farbe zeigt ihre Weihung an. Rot für Dunkelheit, Gelb für Licht und Blau für Leere. Ihr könnt nicht direkt gegen sie kämpfen, doch es gibt Wege, wie ihr sie beeinflussen könnt und sie euch... Und sie euch. Okay. Ich verrate euch mehr, aber zuerst werdet ihr von Trollen überfallen. Bitte was? Trolle! Bam! Metzel! Aua! Ich will nicht von denen beeinflusst werden. Ich will auf der Dunkelheit bleiben. Ihr könnt feindlichen Spielern schaden. Der Verbannungszauber schickt diese Trolle in die Welt eines anderen Spielers. Ach, das ist ja cool. Falls die verbannten Kreaturen dem feindlichen Spieler Schaden zufügen, werdet ihr belohnt. LT plus B verwendet Kampagnenzauber. Ach, das ist ja cool. Ach cool, bin ich jetzt belohnt worden? Verbannung ist einer von vielen Kampagnenzaubern, der andere Spieler treffen kann. Segen helfen freundlichen Spielern und Flüche schaden feindlichen Spielern. Ihr könnt Kampagnenzauber unter Zauber kaufen. Na super, den muss ich also erst noch kaufen oder was? Das ist ja blöd. Da hinten ist noch was zum Lesen. Das machen wir natürlich auch mal. Was haben wir denn hier? Dimensionen. Die Kampagne erstreckt sich über alle Welten und alle Zeiten. Jeder Chaos weiß um die anderen Chaos in den Spiegelwelten seiner eigenen. Aha. Gut zu wissen. Sonst ist hier aber nichts mehr zum Lesen. Das ist wahrscheinlich alles noch Tutorial. Irgendwie laufe ich so komisch. Als ob ich ein Hüftproblem habe, aber... Naja, gehen wir mal hier zur Crimdol-Mauer. Die Farbe von Gegenstandsnamen zeigt die Qualität an. In aufsteigender Reihenfolge, Gold ist am besten, sind dies grau... Ja, okay. Lass mich das halt nicht lesen, das ist auch schön. Danke, Spiel. Bin ich echt begeistert. Mhm. Wir werden also auch belohnt, je mehr wir den Göttern helfen.
Das ist auch gut zu wissen. Entdeckt die Crimdol-Mauer. Okay, jetzt ist natürlich die Frage... Hier gibt's doch bestimmt noch irgendwo was zu lesen oder so. Und man kommt, glaube ich, auch während dem Spiel ins Kaufen-Menü. Wir haben jetzt 1081 Seelen, die kann man sich natürlich auch so kaufen, was ich aber nicht machen werde. Wenn, dann will ich mir das alles ehrlich erspielen. Was haben wir denn hier? Ach, ein Schaf, cool. Ich trag die Hörner deiner Mutter. Unbedeutend wie sie sind, sind Menschen doch eine mächtige Quelle des Glaubens. Weiht ihre Altäre um und dehnt meinen Herrschaftsbereich auf das Land aus. Diese Menschen verehren den Titanen und werden euch angreifen. Weiht ihren Altar um, dann werden sie zu Gläubigen der Dunkelheit. Okay. Probiere ich gleich mal aus. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich gestampft? So, einmal Dorfaltar entweihen. Yeah! Alles erstreckt sich in Dunkelheit. Geiler Shit. Menschen, die der Dunkelheit folgen, tragen Rot und kämpfen für eure Sache. Ruft sie zu euch, dann klettern sie auf eure Schultern, um in die Schlacht zu reiten. Ach, cool. Wie geil ist das denn? Verspeist Menschen und andere kleine Kreaturen, um eure Gesundheit wieder aufzufüllen. Bitte was? Menschen und andere kleine Kreaturen lassen sich auch werfen.